Hi everyone, this is the second video of the day. These are war refugees who have international rights. Dieses Video trägt den Titel European Standards und zeigt ein Flüchtlingslager mit dem Namen Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Der es gedreht hat, heißt Eric Kempson, kommt aus London, ist eigentlich bildender Künstler wie seine Frau Philippa und sie leben seit vielen Jahren auf Lesbos und hatten sich ihr Leben dort ganz anders vorgestellt. Die gemeinsame Tochter haben sie inzwischen nach England zurückgeschickt. Denn das, was sie auf der griechischen Insel machen, ist gefährlich. Nämlich, anderen Menschen in Not zu helfen. Menschen, die anderen Menschen helfen, die in Not sind, selbst wenn es nicht die nächsten Angehörigen ganz Fremde sind, die gibt es überall auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, auch in Augsburg. So wie die Ärztin Maria Möller, die 2019 zweimal mehrere Wochen für Medical Volunteers International auf Lesbos in Griechenland Hilfe leistete. 2019 im Sommer war ich das erste Mal auf der Insel Lesbos, um medizinische Betreuung von Flüchtlingen zu machen. Ich war sehr erschüttert über die Zustände dort. Die Ärzte ohne Grenzen, die dort auch eine Klinik betreiben, haben das als das schrecklichste Lager auf der ganzen Erde bezeichnet. Und ähnlich war es auch, wobei ich im Sommer den Eindruck hatte, durch meine Hilfeleistungen, durch meinen Kontakt zu den Flüchtlingen, gute Arbeit machen zu können, den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu schaffen. Was dann bei meinem zweiten Aufenthalt, ich war im Herbst nochmal dort, irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert hat. 2016 wurde der Türkei-Deal eingeführt. Also die Türkei verpflichtet sich, die Flüchtlinge zu behalten und nicht in die Europäische Union einreisen zu lassen. Trotzdem, auf illegalem Wege kommen natürlich gerade nach Lesbos, das nur 16 Kilometer von der Grenze entfernt ist, täglich neue Flüchtlinge an. Und so füllen sich die Lager. Im Sommer war es gerade etwas entspannt, nur 8.000 Leute in einem Lager, das für 2.000 Leute gedacht ist. Im Herbst waren dann schon 18.000 Leute dort und jetzt inzwischen ist eine Zahl von an die 20.000 Leute dort. Das Areal ist nicht sehr groß und es gibt einen eingegrenzten Bereich, eine alte Kaserne, die bei weitem nicht mehr für die Leute ausreicht. Die Leute leben jetzt auf der Wiese, in kleinen, schrecklichen Zelten, kein Wasser, oft kein Strom. Für Menschen, die sich in die Lage anderer versetzen können und wollen, für die ist das, was Eric Kempson filmt, kaum auszuhalten. Und diejenigen, die der Meinung sind, dass uns das alles nichts angeht, die lässt es kalt. So many children here, it's just incredible, you know, they're everywhere. And it shouldn't be, you know, this is Europe. Die EU hat Griechenland alleine gelassen mit den Flüchtlingen. Die kommen alle nach Griechenland, müssen dort auf ihre Anhörung warten. Und werden dann erst, wenn sie anerkannt werden, irgendwo in die europäischen Länder weitergeschickt. Damit entziehen wir uns unserer großen Verantwortung. Und die EU, die eigentlich zusammenhelfen muss, kommt dadurch in Streit und kommt auf keinen grünen Zweig. Natürlich kriegt Griechenland Geld dafür, aber wir können diese Verantwortung nicht abwälzen. Wir schauen uns das an, sagen, oh Gott, ist das alles schrecklich, aber wir übernehmen keine Verantwortung. Man kann es sich gar nicht vorstellen, diese Enge dort, alles ist schmutzig, die Menschen müssen warten, warten, warten. Sie haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie zur Anhörung gekommen sind und wurden wieder nach Hause geschickt, kommen sie nächstes Jahr wieder oder der schlimmste Fall war jetzt 2023, kommen sie 2023 wieder. Die EU macht immer auf Abschreckung. Auf Abschreckung, wir wollen diese Leute nicht, um nicht noch mehr Leute nachziehen zu lassen. Wenn es denen so gut geht, kommen mehr. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Gerade im letzten Herbst, wo jeder inzwischen wusste, wie schrecklich die Zustände sind, kamen mehr und mehr und mehr Leute über das Meer geflüchtet, weil halt die Zustände in den Heimatländern auch absolut unerträglich sind. Die Vorstellung, 20.000 Leute auf einem Fleck, da ist auch die Menschlichkeit irgendwo gar nicht mehr so richtig anwesend. Es wird geklaut, es gibt ganz viel sexuellen Missbrauch, die Frauen trauen sich nicht mehr aufs Klo. Die Menschen sind ja traumatisiert, haben Probleme mit Panikattacken und wir können ihnen keine Zukunft, keine Hoffnung und eine positive
Perspektive geben, was für jeden traumatisierten Menschen das A und O ist, damit er wieder auf die Füße kommt. Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, aber über fremde Länder einreisen, in denen keine politische Verfolgung stattfindet, haben seit 1993 keine Möglichkeit mehr, als Asylberechtigte in Deutschland anerkannt zu werden. Hierfür wurde sogar das Grundgesetz geändert und Menschenrechte eklatant verletzt. Rechtlich ist Deutschland seitdem nicht mehr verantwortlich. Denn die liegt seitdem vor allem bei den Mittelmeerländern wie Italien und Griechenland oder Spanien, bei denen Flüchtlinge über den Mittelmeerweg zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Was machen wir in Europa? Wir haben einfach die Grenze zugemacht, die Menschen sind gekommen über die Balkanroute. Dann hat Orban gesagt, Schluss, aus, Stacheldraht, Ende. Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen. Wir müssen zusammen eine Lösung finden und nicht alles einfach den Griechen aufbürden und anderen Ländern erlauben zu sagen, bei uns nicht. In Tschechien wurden 12 Flüchtlinge aufgenommen insgesamt. Ungarn und Polen haben sich komplett verweigert, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist keine Gemeinschaft für mich. Auch unsere Politiker halten sich immer wieder raus. Seehofer sagt, wir müssen eine europäische Lösung finden und wir dürfen nicht vorpreschen. In Deutschland ist Platz. Die Unterkünfte haben sich geleert. In Augsburg hätten wir zum Beispiel ca. 25 Plätze, die jetzt aufgelöst werden. Da sind Strukturen da, da gibt es Leitungen, da gibt es gut ausgebildete Menschen, die die Flüchtlinge aufnehmen können. Mitten in einer Pandemie und geschlossenen Grenzen können 80.000 Erntehelfer per Sondergenehmigung aus Rumänien nach Deutschland einreisen. Innenminister Horst Seehofer und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner haben das erlaubt. Sie wollen den deutschen Spargel retten. Eine industrielle Landwirtschaft, die auf Ausbeutung billiger Arbeitskräfte funktioniert, da zögern Politiker nicht, entschlossen zu handeln. Dass ein paar tausend Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Kinder aus Elendsquartieren geholt werden, da tun sich vor allem christliche Politiker schwer. Gerade ist ja eine neue Entscheidung getroffen worden vom Europäischen Gerichtshof, dass es absolut illegal ist, dass es rechtswidrig ist, wenn man die Flüchtlinge einfach abweist, so wie Ungarn, Tschechien und Polen das in der Vergangenheit getan haben. 2017 war das noch anders, da wurde das als legitim gesehen, aber inzwischen haben wir eine gemeinsame Verantwortung, die jetzt auch rechtlich festgelegt wurde. Es geht nicht, dass sich einfach jemand dieser Verantwortung entzieht, behauptet, dass der eigene Staat darunter leidet, was einfach aufgrund der Zahlen überhaupt nicht Realität ist. Einzelne Staaten wollen nur ihre Vorteile, die finanziellen Mittel aus der europäischen Gemeinschaft abschöpfen, aber nichts dafür geben. Sie setzen die europäische Einheit fahrlässig aufs Spiel und damit auch ihren eigenen Wohlstand. Andere Länder wie Italien, Griechenland, Spanien oder die Türkei wurden über Jahre allein gelassen mit einem Flüchtlingsproblem, das uns alle angeht. Und wenn es nur eine moralische Verantwortung ist. Niemand braucht sich über den Rechtsruck in diesen Ländern wundern, als gäbe es keinen Zusammenhang. Und der türkischen Regierung bietet man Geld, damit sie uns das Problem fernhält. Ja, natürlich kommen die Flüchtlinge illegal aus der Türkei, wo sie ja eigentlich festgehalten werden sollten. Sie kommen übers Meer und haben einen Fuß in der EU. Und wir müssen uns einfach immer wieder klar machen, es sind Menschen. Wir können nicht handeln auf dem Rücken der Menschen und die Menschenwürde immer wieder mit Füßen treten. Wir können nicht eine ganze Generation missachten, nur um irgendwas zu stoppen, was vielleicht eine Gefahr ist für Europa, eine vermeintliche Gefahr. Sie werden unsere Gesellschaft nicht durcheinander bringen. Wir haben es ja gesehen, bei uns am Anfang war es schwierig, 2015, aber inzwischen sind die meisten Menschen gut integriert, die Kriminalität ist nicht erhöht, sie lernen Deutsch, sie arbeiten in Deutschland. Es war ein langer Weg, es war ein bisschen schwierig am Anfang, aber jetzt ist alles da. Wir haben die Strukturen, neue Menschen aufzunehmen und wir müssen diese Lager leeren. So können wir die Leute nicht hausen, vegetieren lassen und ihrer Menschenwürde missachtet einfach zuschauen. Längst leben wir in einer globalisierten Welt, in der uns die Probleme anderer immer auch etwas angehen. Zumal
wir für viele Probleme mitverantwortlich sind. Und es sind machtbesessene, skrupellose Politiker, die immer einen Schuldigen finden, nämlich die Schwächeren, die von ihrem eigenen Versagen ablenken wollen, ihre Bürger belügen und aufhetzen. Es leben sehr viele Menschen in den Containern, da leben 13, 14 Leute drin. Man muss sich das einfach mal vorstellen, sie sind traumatisiert, sie schreien in der Nacht, sie haben Angst, sie haben Messer unter dem Kopfkissen, sie haben Angst vor Attacken und sie haben auch immer wieder ganz massive Panikanfälle mit Schreien und es schaut fast aus wie ein epileptischer Krampf. Sie winden sich auf den Boden in ihrer Traumatisierung. Inzwischen haben sie aber nicht mal mehr diese Container, sondern jetzt kriegt zum Beispiel eine ganze Familie ein kleines, so ein Festival-Iglu-Zelt und da muss die ganze Familie drin wohnen. Natürlich ist dann in der Früh alles nass, wenn es geregnet hat. Sie hängen ihre Sachen nach draußen und wenn sie zum Zelt zurückkommen, ist alles gestohlen. Oder die Zelte werden aufgeschlitzt aus reiner Bösartigkeit, Mutwilligkeit und nichts mehr ist da. Ein großer Teil vom Tagesablauf ist anstehen, anstehen, anstehen. Für eine Flasche Wasser oder für die Familie zwei Flaschen Wasser muss man ungefähr 3 Stunden anstehen. Nachts um 4 stellen sich schon manche an, damit sie nicht so lange in der Schlange sind. Und wer weiß, wie so Warteschlangen, was da für eine Stimmung ist in so einer Warteschlange, der weiß, dass da die Aggression wächst. Die Menschen verprügeln sich in den Warteschlangen. Auch die bei uns in die Klinik einbestellt waren, sind oft nicht gekommen. Warum? Weil sie in der Warteschlange Stunden waren und einfach gar nicht rechtzeitig in die Klinik kommen konnten. Waschen, falls es Wasser gibt. Das Wasser geht oft nur sehr langsam, rinnt oft nur sehr langsam raus. Wäsche muss gewaschen werden. War immer sehr erstaunt, wie ordentlich und adrett auch die Kinder gekleidet waren. Man versucht doch ein Stückchen Normalität herzustellen. Ja, man ist den ganzen Tag beschäftigt. Also es gibt Essen, das im Lager ausgeteilt wird. Schmeckt leider grauenvoll. Gut, aber auf jeden Fall versuchen viele dann selber zu kochen, machen sich kleine Öfchen, versuchen ein bisschen Brot zu backen. Leider ist es jetzt im Winter oft sehr gefährlich rausgegangen. Die haben das in den ISO-Boxen, also in den Containern gemacht. Sie haben das auch in den Zelten, die sie ummantelt haben mit Plastiktüten. Gegen den Regen haben sie kleine Feuerchen gemacht, was natürlich Kohlenmonoxidvergiftungen gebracht hat. Und die Klinik hat mir erzählt, dass täglich irgendeiner mit einer zumindest leichten Kohlenmonoxidvergiftung eingeliefert wurde. Die Kinder spielen im Dreck. Es ist eine unglaubliche Menge an Abfall liegt überall rum. Diese blauen Müllsäcke bleiben überall liegen, bergeweise. Es stinkt, es gibt Ratten, es gibt Ungeziefer. Die Krätze zum Beispiel ist auch ein Riesenproblem. Die Menschen kommen mit grauenvollen Juckreiz, Hautausschlägen. Einfach Bedingungen der Unsauberkeit. Und die chronisch kranken Menschen haben oft überhaupt keine Möglichkeit einer Therapie. Wir haben echte Epileptiker gesehen, keine Medikamente hatten und immer wieder ihre Anfälle hatten. Die Nacht ist die schlimmste Zeit, die absolut schlimmste Zeit. In der Nacht kommen natürlich die ganzen schrecklichen Vorstellungen auf. Die Leute können nicht schlafen, die Menschen brüllen. Die Frauen sind hochgradig gefährdet durch das Lager. Auch kleine Kinder sind gefährdet für sexuellen Missbrauch. Und für Messerattacken, das Messer spielt einfach eine Riesenrolle. Und viele Menschen kommen auch mit psychotischen Störungen, sehen hinter jeder Ecke ein Soldat, ein Messer, ein Angreifer. Und dann kommt es natürlich auch eigentlich nicht zu Kriminellen, sondern zu Selbstverteidigungshandlungen, die dann oft sehr böse ausgehen. Hin und wieder gibt es tatsächlich dann auch Todesfälle. Und ein Problem sind auch die Brände. Es kam jetzt in dem letzten Jahr zu 3 oder 4 größeren Bränden, wo auch Menschen verstorben sind durch die Verbrennungen. Die Stromleitungen hängen frei. Es hängen auch die elektrischen Leitungen oft mit den Polen frei in der Luft. Und da gibt es natürlich auf jeden Fall Probleme mit elektrischen Unfällen. Wer hilflosen beisteht, ehrt Gott. Zu dem vielen, das Erik Kempsen und seine Frau Philippa tun, gehörte die Realisierung einer Kunstausstellung im Camp Moria mit Geflüchteten, die dort zeigen konnten, was sie sind. Menschen mit riesigen Talenten und Ressourcen für so viele andere. Erik schreibt dazu zu seinem Video über die Eröffnung. Sie können sich nicht vorstellen, wie sich diese Ausstellung auf sie ausgewirkt hat,
Sie alle nahmen an der Veranstaltung teil und sprachen mit den Besuchern über ihre Bilder und ihre aktuelle Situation. Für diese Nacht waren sie nicht die hilflosen Opfer von Krieg und Verfolgung, die in Elend leben, denen bestenfalls Mitleid und schlimmstenfalls Ekel entgegengebracht wird. In dieser Nacht fühlten sie eine Emotion, von der sie nie gedacht hatten, dass sie sie wieder fühlen würden. Sie fühlten Stolz und Selbstachtung. Für diese Nacht waren sie keine Flüchtlinge, sondern Künstler mit einer Stimme, einer Botschaft und einer Geschichte. Sie wurden von den Besuchern als talentierte Menschen angesehen. Sie waren Menschen für einen kurzen Augenblick. Es gibt ein sehr schönes Projekt, das sogenannte Hope Project, die den Menschen in verschiedenen Weisen helfen. Aber sie bieten auch Malkurse an. Und ich bin total beeindruckt gewesen, welche hervorragende, wunderschöne Bilder, also teilweise erschreckende Bilder, aber einfach in einer Qualität, die Menschen da gemalt haben, um ihr Inneres nach außen zu zeigen und die damit auch ein kleines Stück therapiert werden. Und ganz besonders habe ich in einer Ausstellung das Bild von Razie aus Afghanistan gesehen, das mich unglaublich beeindruckt hat, dass ich mir auch im Druck besorgt habe, wo einfach so genau das zum Ausdruck kommt, was dort passiert, dass nämlich die Europäische Union die Menschen wegknipst. Sie dürfen da nicht hin, keiner will sie haben. Ja, seit meinem letzten Aufenthalt im Sommer hat sich ja auch die griechische Regierung verändert. Vorher war eine relativ linksorientierte Regierung da und inzwischen ist eine sehr rechte Regierung in Griechenland, die jetzt noch mehr auf Abschottung, Abschreckung arbeitet. So sind im Norden der Insel jetzt solche Detention Centers, also solche Abschiebegefängnisse sozusagen im Aufbau, wo dann sogar die griechische Bevölkerung der Insel gesagt hat, so geht es nicht weiter. Da waren ja auch ziemlich viel Aufruhr. Sehr zugenommen haben auch die sogenannten Pushbacks, das heißt, die türkische Küstenwache hat versucht, die Flüchtlinge in den Booten abzudrängen, damit sie wieder zurück in türkisches Gewässer kommen und die türkische Küstenwache sie dann wieder zurück in die Türkei führt. Ja, die Schlepper bekommen ihr Geld erst, wenn die Überfahrt auch geklappt hat. Das heißt, wenn die Menschen von der türkischen Küstenwache abgefangen werden, dann kommen sie erst mal 3 Monate ins Gefängnis und dann suchen sie natürlich sofort wieder überzusetzen. Nicht, die Menschen sind so in Verzweiflung, die wollen nach Europa, die finden Mittel und Wege und darum müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir sie in Europa aufnehmen können, wie wir Mittel und Wege finden, mit allen Ländern in Europa zusammen eine Verteilung zu machen. Letztendlich kommt dann pro Land ja gar nicht so viel zusammen. Es ist nicht wie 2015, dass Tausende und Abertausende in die Länder drängen. Selbstverständlich wäre das sehr, sehr gut, die Menschen möglichst bald wieder zurück in ihre Länder zu lassen. Wenn allerdings die Situation so lange so schlecht ist, ist es auch ganz schwierig, Menschen, die dann schon integriert sind, wieder in die Länder zurückzuschicken. Siehe Jugoslawienkrieg zum Beispiel. Die Weltgemeinschaft hätte diesen und andere Konflikte natürlich längst und sehr schnell lösen können. Auch auf andere Art, wie Bush und die USA es mit einem anderen Diktator vorgemacht hatten. Aber anders als in Irak, als man um die Ölversorgung der reichen Industrienation Angst hatte, gibt Syrien einfach zu wenig her. Und auch die deutsche Wirtschaft, als weltweit viertgrößter Waffenexporteur, macht ein Bombengeschäft mit Kriegen. In Milliardenhöhe werden jedes Jahr deutsche Waffen exportiert, natürlich nicht in Krisenregionen, sondern in friedlich demokratische Länder wie Ägypten, Katar, Saudi-Arabien, Algerien oder die Türkei. Was diese Länder mit deutschen Waffen dann machen, wohin diese sie weiterverkaufen, da waschen die Waffenhändler sich die Hände in Unschuld. Schließlich geht es ja auch um Arbeitsplätze. Und wenn wir es nicht machen, dann machen es doch die anderen. So einfach ist das.